2. August 1823. Nur noch wenige Tagesreisen sind es, bis wir das japanische Festland erreicht haben werden. Nach endloser Fahrt auf hoher See kann man verstehen, wie sehr ich diesen Augenblick herbeisehne. Ich gehe als Arzt des niederländischen Handelspostens Tsushima und als Naturforscher nach Japan. Auch hat mich die niederländische Regierung mit einer wichtigen Mission betraut, der Erforschung Japans. Ich kann mir keine interessantere Aufgabe wünschen. Es ist mir gelungen, was ich wollte. Meiner harrt jetzt der Tod oder ein glückliches, ehrenvolles Leben. Japan. Das sagenhafte Reich, von dem schon Marco Polo berichtete, das keine fremden Schiffe an seinen Küsten landen ließ. Seit dem Jahre 1639 hatte es sich vollkommen von der Außenwelt abgeschlossen. Japanern war es bei Todesstrafe verboten, ihr Land zu verlassen. Von Edo, dem heutigen Tokio aus, regierten die mächtigen Tokugawa-Shogune ihr Reich. Unter ihrer Herrschaft lebten die Menschen von der Außenwelt isoliert, in einer Diktatur, unter deren strengem Regime alles bis ins kleinste Detail geregelt war, die aber Sicherheit, inneren Frieden und Wohlstand für das Land brachte. Nur Holländern und Chinesen war es gestattet, mit Japan Handel zu treiben. Der Hafen der Stadt Nagasaki war der einzige, den ihre Schiffe anlaufen durften. 10. August. Mit viel Höflichkeit empfangen wir den Kommissar der Hafenwache an Bord. Ihn begleiten einige Dolmetscher, die mich nicht wenig in Verlegenheit setzen, denn sie sprechen die holländische Sprache weitaus geläufiger als ich. Glücklicherweise sind ihre Geografiekenntnisse schlecht, denn die geistesgegenwärtige Erklärung, ich sei ein Bergholländer und hätte deshalb einen anderen Dialekt als die Holländer aus dem Flachland, ist für sie eine ausreichende Entschuldigung. Ich hätte auf dem schnellsten Wege Japan wieder verlassen müssen, wenn meine wahre Nationalität bekannt geworden wäre. Wir erreichen alsbald den Eingang bei den Wachen, die mit Fahnen und Waffen zu unserer Ankunft bereitstehen. Nach vorgeschriebenem Brauch begrüßen wir sie mit einem Salut. Wir genießen vom Schiff aus eine köstliche Aussicht. Wie malerisch schön erscheinen die lebhaft grünen Hügel, die strohgedeckten Fischerhütten. Mit welcher Üppigkeit ragen immergrüne Eichen, Zedern und Lorbeerbäume an den Hängen empor. Im Hintergrund erblicken wir die Stadt Nagasaki, um die sich zahlreiche großartige Tempelgebäude erheben. Vor uns liegt das künstlich geschaffene Inselchen Tsushima, mit der hochflatternden niederländischen Flagge. Der Anker fällt. Wir sind am Ziel. Das Eiland, das für die nächsten Jahre meine Heimat sein soll, ist 67 Meter breit und 223 Meter lang und nur über eine einzige von den Japanern streng bewachte Brücke zugänglich. Tsushima wird allgemein das Gefängnis genannt. Die 20 Holländer, die hier leben, dürfen nur in Ausnahmefällen und mit behördlicher Erlaubnis die Insel verlassen. Außer ihnen wohnen noch etliche Bedienstete, Javanen und Japaner auf Tsushima. Auch ich hatte meinen treuen Diener Orson aus Batavia mitgebracht. Japanische Regierungsbeamte, Händler und, auf Antrag, Kurtisanen dürfen unsere Niederlassung betreten. Man hatte mir von dem altertümlichen Stil, der auf Tsushima herrscht, berichtet und ich wunderte mich deshalb nicht über die altmodische Tracht, die sie trugen. Sie stammt noch aus dem 17. Jahrhundert, aus der Zeit, als Holländer und Japaner sich zum ersten Mal begegnet waren. Unser Leben auf Tsushima stellen die Japaner mit Vorliebe auf ihren Bildern dar.
ist ihnen doch die seltsame Lebensart der Europäer vollkommen unbekannt und daher eine Angelegenheit von größtem Interesse. Der Umgang mit Messer und Gabel, wobei wir beim Essen an Tischen und auf so seltsamen Konstruktionen wie Stühlen sitzen, sorgt für große Erheiterung. Japaner essen kein Fleisch. Aus diesem Grunde betrachten sie mit großer Verwunderung, wie wir die Tiere schlachten und auf welche Art wir sie zubereiten. Mein japanischer Maler Tojosuke hält ebenfalls Szenen des Alltags im Bilde fest. Oft finde ich mich und meinen Diener Orson in seinen Darstellungen wieder. Einzige Abwechslung in die Eintönigkeit des Alltags bringen die holländischen Schiffe, von denen jährlich zwei zum Handel kommen dürfen. Eifrig wird entladen, gewogen, gezählt, sortiert, registriert, überprüft und nochmals überprüft, dass ja kein Stück des kostbaren Gutes in dunklen Kanälen verschwinden kann. Der Handel mit den Japanern erbringt solch ungewöhnlichen Gewinn, an dem in gewisser Weise und in unterschiedlichem Maße jeder beteiligt ist, dass es sich entschuldigen lässt, wenn freiheitsliebende Männer ihre Freiheit für wenige Jahre hier aufopfern. Die Personenbeschreibung des Dr. Philipp Franz von Siebold aus seinem bayerischen Reisepass. Geboren am 17. Februar 1796 in Würzburg. Größere Statur, Haare braun, Augen blau, Nase mittelmäßig, Gesichtsfarbe gesund, ohne besondere Kennzeichen. Nach seiner Promotion arbeitet Siebold als praktischer Arzt in Würzburg. Gleichzeitig bemüht er sich um eine medizinisch-naturwissenschaftliche Anstellung im ostasiatischen Raum. Als er in Nagasaki ankommt, ist er 27 und bereit, jedes Risiko für seine Karriere einzugehen. In Nagasaki warteten bereits Ärzte aus ganz Japan auf ihn. Ihr Interesse galt der westlichen Medizin. Dreimal in der Woche halte ich Vorlesungen in Natur und Heilkunde, welche von den ausgezeichnetsten japanischen Doktoren besucht sind. Es ist mir erlaubt, in Nagasaki kranke Japaner zu besuchen. Unter anderem habe ich eine künstliche Pupillenbildung gemacht und dadurch einem angesehenen Japaner, der 10 Jahre blind war, das Augenlicht wiedergegeben. Das macht viel Aufsehen. Mir folgt ein Haufen japanischer Doktoren als Lehrlinge. Sofort nach meiner Ankunft habe ich mit der Aufgabe begonnen, das interessanteste Land der Welt zu untersuchen. Wenn auch meine eigenen Exkursionen sich vorerst nur über Nagasaki und seine Umgebung erstrecken und ich keine Erlaubnis habe, weiter ins Land zu reisen, so finde ich doch vor allem auf den Märkten der Stadt zum Sammeln Gelegenheit, wie man sie kaum besser wünschen kann. Meine Schüler unterstützen meine Naturforschungen sehr, besonders die Botanik, von der sie enorm eingenommen sind. Einige von ihnen sprechen sehr gut Holländisch und lehren mich gründlich Japanisch und Chinesisch, was bei der Benennung der Pflanzen sehr nötig ist. Meine Schüler beeifern sich, Sammlungen von lebenden und getrockneten Pflanzen, Tieren und Mineralien aus allen Teilen des Landes herbeizuschaffen. In meinen Diensten stehen auch einige Japaner, die Vögel und Säugetiere für mich erlegen und präparieren. Andere sind zum Aufsuchen von Insekten unterwegs. Eine Sammlung bedeutender Gebrauchs- und Kunstgegenstände erhielt ich durch einen vornehmen Japaner, den ich von einer gefährlichen Krankheit geheilt hatte.
Grundsätzlich erstrecken sich meine Sammlungen auf alle Bereiche des japanischen Lebens. Teuerste Mutter, mein Wohlsein und meine Zufriedenheit ist Ihre größte Sorge und ich kann Sie beruhigen. Es ist mir niemals besser gegangen als jetzt. Denken Sie nicht daran, dass ich so weit von zu Hause entfernt bin. Denken Sie nur, ich wäre in München, wo man einander vielleicht auch lange nicht hätte besuchen können. Schätzen Sie sich glücklich, einen Sohn zu haben, der im fernsten Asien für das Wohl und die Ehre seiner Familie arbeitet. Als Arzt der Faktorei hat man mir ein mit allen europäischen Bequemlichkeiten eingerichtetes Haus zugewiesen. Ich habe mir aus Europa ein Londoner Fortepiano mitgebracht und lasse es nun in meinen seltenen Mußestunden auf der einen Seite nach der unübersehbaren See, auf der anderen in die Stadt erschallen. Auch habe ich mich der alten holländischen Sitte unterworfen und mich pro tempore mit einer liebenswürdigen 17-jährigen Japanerin verbunden, die ich nicht mehr mit einer Europäerin vertausche. Auf meinem kleinen Eilande Deshima befinde ich mich sehr wohl und verlebe seither in häuslicher Zufriedenheit, verbunden mit rastloser Tätigkeit im Felde der gesamten Natur und Heilkunde, die glücklichsten Tage meines Lebens. Auf Deshima legte ich einen botanischen Garten an, der bald an die 1000 Arten japanischer Gewächse zählte. In regelmäßigen Sendungen sollen diese Pflanzen, aber auch Samen und Zwiebeln, nach Europa gebracht werden und sich in einem Akklimatisationsgarten dem europäischen Klima anpassen. Eines Tages, so hoffe ich, werde ich sie in unseren heimatlichen Landschaften wiederfinden. Unter japanischem Decknamen gelang es mir, ein Grundstück im Tal von Narutaki zu erwerben. Die Häuser wurden so ausgebaut, dass ich hier Vorlesungen halten und Kranke behandeln kann. Narutaki ist der Sammelplatz aller wissbegierigen Japaner geworden. Unter ihnen sind hochangesehene Ärzte und Gelehrte, die sich in europäischer Natur und Heilkunde ausbilden lassen. Auf mein Gesuch sandte mir die niederländische Regierung den Zeichner Hubert de Villeneuve, der sich besonders der Pflanzenabbildungen und der Porträts annahm, und den Apotheker Heinrich Bürger, der in seinen Lieblingsfächern Physik, Chemie und Mineralogie Vorlesungen hält. Hier arbeiten nun auch meine japanischen Zeichner, die alles von mir Gewünschte im Bilde festhalten. Es entstanden auch Porträts von mir. Ich bin Lehrender und Lernender zugleich. Von meinen Japanern erfahre ich viel über chinesisch-japanische Heilmethoden. Mein Haus ist eine Universität, da in allen Wissenschaften gearbeitet wird. Von hier aus breitet sich allmählich ein